So, servus Leute, was geht? Welcome zum ultimativen Behind the Scenes von Late for School Part 2. Also Leute, wir sind jetzt am ersten Spot und der ist eigentlich zum Aufwärmen geplant, obwohl, also auf Google Maps hat das alles ein bisschen klein ausgeschaut, aber auf jeden Fall wäre da jetzt nochmal so ein geiles Stairset. Also gebt euch mal das, den View, also das ist richtig krank, also ich glaube, das wird echt krank gefilmt. Also, erster Teil von dem Video, fangen wir gleich mit einem Bang an, würde ich sagen. Also, da ist die Anfahrt relativ tricky, ich glaube, da müssen wir richtig schnell sein. Dann rast man da an, zieht von rechts ab und dann jumpt man, also man zieht da von rechts ab und dann sendet man da links in die Stiegen ein und dann in den Tunnel da unten durch. Ich glaube, das wird funktionieren, ich brauche, glaube ich, relativ viel Speed. Riesenproblem wäre, glaube ich, dass wir das Obdachsperren, also dass da keine Leute irgendwie zu Schaden kommen, dass wir da sicher da durchrasen können. Jetzt müssen wir ein paar Mal die Anfahrt testen und dann geht's los, here we go. Zu langsam. Zu langsam. Sorry. Es tut mir leid, ist echt Krampf. Entschuldigung. Hallo. Versteht meine Sprache nicht. Alter, es gibt einen Radlfahrer. Halbe Minute. Es geht. Let's go. Woo! Yes! Sauber! Yeah! Jawohl! So geschehen. Geil! Richtig, richtig geil! Er ist ein Bang in der Tasche. Jawohl! Geil! Geil! Bisschen zu weit, was, ja? Jawohl! Geil! So, Leute, Spot Nummer 2. Also, der erste Spot hat eigentlich recht gut funktioniert. Und jetzt gibt es den mal den massiv kranken Spot. Es ist unglaublich. Also, da haben wir fette Stairs, also so komplette fette Stairs. Das ist echt nicht mehr normal, was da abgeht. Also, das ist echt massiv. Und da oben eben so eine fette Kirche im Hintergrund. Also, da können wir uns jetzt echt austoben. Also, werden wir jetzt eine Zeit lang bleiben und werden Fotos machen, Videos, Race Drone, alles am Start. Da ist halt auch geil, da sind fast keine Leute unterwegs. Deswegen glaube ich, wird es recht lässig. Viel Spaß, let's go! Landung, Sprung, Landung, Sprung, Landung. Das geht. Oh, was ist? So, Race Drohnen am Start. Jetzt läuft er da oben runter, dann zieht er quasi so hinter mir. Der Drohne noch. Recht geil, glaube ich mal. Geht? Was? Na, geht nicht. Geht? Ja. Was? Na, du musst gezogen. Du hast gesagt, du sagst geht. Ich sag geht und dann fahrst du. Ja. Geht.
Habe ich gesagt, links durch. Nein, der ist, wir sind schon mal. Ja, wir müssen auf dem Hauptplatz links wir sein. Müssen. Links öffnen ist der Hauptplatz und dann gehen wir da vor und rechts. Ja, und geht sich ja nicht aus. Müssen wir jetzt da unten sein und da auf. Sollen wir den Weg wissen? Ja, ja. 4 Minuten nach oben. Okay, schauen wir mal auf. So Leute, wir haben gerade ein bisschen einen Stress und zwar gehen wir jetzt auf in Graz auf den Uhrturm. Es ist gerade circa 6:45, es ist bald die Sonne weg. Und da hätten wir uns noch gerne ein paar Fotos machen, weil schaut glaube ich recht cool aus. Ja, genau. Alles ein bisschen stressig, aber vielleicht geht es sich aus. Ja, müssen wir jetzt abchecken. Da, jetzt sind wir da. Let's go. Bisschen Sonne, minimal, aber. Geht's da? Ja. Und gebrochen? Nein, voll was. Bandle. Das war's, Bandle. Ah. Na. Ja. Geil, war am besten mal gleich kühlen, aber nicht so. Dass das so ist. Ja, gleich bin ich. Alter. Leute, ich bin gerade irgendwie krank umgeknackst, irgendwie, keine Ahnung, komplett umgeknöchelt. Also so ein Riss gemacht und ich habe eh schon so Knöchelprobleme oft einmal gehabt. Es ist jetzt aber recht gut wieder geworden, aber jetzt wieder umgeknöchelt, das ist natürlich nicht gut. Ja, keine Ahnung, irgendwie läuft es nicht so, wie wir es gerne haben wollen. Es ist echt richtig mühsam, also ohne Witze. Bei so einem Spot denkst du eigentlich, keine Ahnung, kann nicht viel passieren. Die Kette ist rausgesprungen, ich habe es nicht gerissen oder nicht gecheckt. Dann wollte ich eine treten und dann habe ich keinen Widerstand gekriegt. Dann komplett durchgedruckt quasi und dann so irgendwie auf die Seite und mit den Rippen irgendwie auf das Geländer. Es tut halt echt brutal weh und das ist halt ja, mühsam halt das Ganze, ja, tatsächlich. Gestern ist recht gut gegangen alles, aber irgendwie Tag 2 ist ein bisschen der Wurm drin, ja, nicht so geil. Ja. Es gibt's ja nicht. Ach, fuck doch. Also, so müssen wir sowieso am Horn fahren. Es geht jetzt, du kannst nicht weitermachen. Ich war dafür jetzt ohne Mist, dass wir jetzt am Horn fahren. Die Sehne tut so weh. Jetzt der Knöchel. Irgendwie, keine Ahnung, glaub mir. Stressen uns halt auch ein bisschen, weil wir jetzt bald wieder Schule anfangen und das Ganze, bis halt fertig gefilmt werden ist. Und ja, ist halt alles echt ein riesen Struggle. Ja, finden wir schon was.
funktioniert teilweise, aber gestern ist schon gegangen. Also gestern war es richtig geil, aber heute ist es überhaupt nicht gegangen. Ne? Ja. Sind wir dann so, sprachlos.